es tut mir gerade so leid, dass ich die da halt sich verprügeln lassen muss. Oh. Not very nice, not very nice. If you hijack that scissor lift, you could use it to access the rooftop. F. G-Man, ich wünsche dir eine wundervolle gute Nacht. Schlaf schön. Und sehr, sehr gerne, so wie immer. Vielleicht sehen wir uns ja morgen zu Halloween. Das ist nämlich was... Genau, Zelinkis, das hast du wahrscheinlich gar nicht mitgekriegt, aber morgen werden wir versuchen, ein Spiel von Anfang bis Ende mal wieder durchzuspielen. Und zwar Bioshock. Also falls du Bock hast und morgen Zeit, dann bin alt und müde. Tut alt. Bestimmt. Bist du nicht alt? Was soll ich denn sagen? Server körperliche Interaktion. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. We shall never surrender. Camden High Street abgeschlossen. Nicely done. That'll get people's attention. Let them know. Hallo Benjo, eine wunderschöne gute Nacht wünsche ich auch dir. If nothing else, it'll relieve their eye strain. Ja, doch, man kann gute Nacht sagen. Mission gestartet, Weckruf. Sehr cool. Huch. Ready seeing results from what you've done. That list we found named a journalist in Camden who's been investigating Albion. We reached out and he's got information that can help us. I think you should meet with him. Einer muss ja gucken. Ach komm, G-Man. No. Oh, puh. Das hätte aber bis ins Auge gehen können. Mal gucken, da hinten komme ich wieder runter, ne? So, und dann einmal hier rüber. So, lass mich mal eben gucken. Aber wir haben sonst... Was ist das? Theresa Green. Das war, glaube ich, die mit dem Auto, ne? Theresa... Wer war das denn? Theresa... Ja, das war die Blonde. Ja, doch, das war die mit dem Auto. Die wollte ich nicht. Die da. Macht halt nicht so viel Sinn. Och, jo. Bisschen Arbeit. Und dann endlich angefangen mit Watch Dogs. Ich habe es ja nicht gestern angefangen, sondern wirklich erst heute. Ich liebe es. Ein Auto nutzt dir ja nichts. Da ist es, Zelinkis. Spielst du mit mir über los, Miley, mit Freudentränen? Der Insider musste sein. Nein, ich spiele immer noch kein Valorant. Oh, jetzt ist er da, der Alert. Der hat aber lange gebraucht. Das war fast eine Viertelstunde. Was ist denn da los? Das ist schon krass. Hm. Aber nochmal vielen, vielen Dank. Ich spiele immer noch kein Valorant. Da vorne müsste ich jetzt rechts, ne? Yep.
Wie war das noch mit den Richtungsangaben? Also hier geht's. So. Ich habe heute eine Mathearbeit geschrieben und bin mir sicher, dass ich eine 5 oder eine 4 habe. Och nö, warum? Was für ein Thema war das denn? Ich war in Mathe auch immer schlecht. Also ab dem Punkt, wo Buchstaben dazu kamen, war ich raus. Jimin, du bist ja immer noch da. Gute Nacht, schlaf schön. Muss ich da unten rein? Ich war übrigens erst am Überlegen, ob wir morgen einfach Outlast spielen, aber dann habe ich mir gedacht, ach nee. Boah, was machen die denn hier, bitteschön? Komm her. No, 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 no. Oh, wie schnell das Herz auf einmal. St. Pancras International. Wusstet ihr, dass es den normalen Bahnhof King's Cross so gar nicht mehr gibt, sondern der ja erweitert worden ist zu St. Pancras und King's Cross. Also das ist jetzt so ein Doppelbahnhof, weil der King's Cross einfach zu klein war. Wusstet ihr das? Ja, schleichen ist hier ja nicht so, ne? Da. Oh lol. Hi. Er ist ein bisschen kaputt. You want some in? Is that it? So, danke. Jetzt kann ich da wieder rein. Ich glaube, du meintest Luz. Can't believe someone else is. Thought I was alone, right? Not doing much, just putting the word out. But you, taking action, mate. If we don't stand up now, it will only get worse. Today it is Albion. Tomorrow, who knows? What you got? Almost got clipped finding this. All of Albion's operational data for the entire city. Convoy routes, surveillance targets, assets. It's all there. Think you can make use of that. Fucking too right. Here's a sample. Albion's closed King's Cross to the public, right? Ich würde ja sagen, wir machen mal einen Stream und du stellst einfach deine Mathefrage. Je nachdem, ob ich sie dir dann beantworten kann. Put it out of commission and you'll severely hamstring Albion's operations here in Camden. Hell, everywhere. What are we waiting for? Ja, Eric, worauf warten wir? Die King's Cross Station. Huch. Ja, also, warum nicht, ne? Ein bisschen was mit Mathe habe ich ja mal gemacht. Dann kann ich da auch durchlatschen, ne? Live Alarm. Location sent. Need a 10:30.
Na, komm. Was ist das wieder so versteckt? Wo? Wie doof. Huch, hi. Okay, wirklich intelligent ist der nicht, ne? Warum kann ich dich nicht? Hä? Ich will. Sierra 42, this is control. An alarm has been activated near you. Survey the area. Boah, ich kapier's halt gerade nicht. Hinten hin? Code 3, closest units proceed to alarm location. Ich glaube, oben war ich noch nicht, ne? Mal gucken. Wo kann ich lang? Hallo? Sehr gut. Okay, ist nicht zum Analysieren. Die Idee ist schlecht. Okay. Ja, komm. Wenn ich mich hier jetzt tot suche, das bringt ja auch nichts. Es ging in der Arbeit um Prozent- und Zinsrechnung. Potenzen und Zinsrechnung. Potenzen kann ich zwar, aber bei der Zinsrechnung vergesse ich immer ein paar Schritte. Okay, das hört sich aber sehr nach Übungssache an. Also das ist halt was, je öfter du das machst, desto einfacher wird das und irgendwann prägst du dir das so ein. So habe ich das damals gemacht. Immer und immer und immer wieder. Hatten wir vor 2 Monaten. Oh, ich bin froh, dass ich das nicht mehr machen muss. What now, you'll think? My news drones are still in here. They should be functional. You can use one of them. Probably have better luck piloting it too, yeah? Okay, willkommen in der King's Cross Station.
frag mich halt gerade, wie... Hä? Lol. Das ist nicht sehr nett von dir, weißt du das? Ich komme hier aber nicht durch, das ist doch Mist. Da. So, hier haben wir den Bahnhof. Da hinten, aber ich brauche eine Kamera. Boah, hier ist mal alles voll mit Kameras, ne? Außer da, wo man sie dann mal braucht. Causing a power surge in a hybrid power generator isn't like making a toasty. We're going to need detailed specifications. We must check this. Check it out. Cool, looks bloody complicated. Noosey's got a pretty functional camera. Would a picture do you, Bagley? It would indeed. Ah, warte, ich muss das so und dann... According to this, there's an override code that'll get us into the generator's system. Okay, wir fliegen zurück. Wo war das jetzt? Lichtblitz. Komm schon, ich hab's doch gleich. That's it. Use the code on the generator and I can trigger a power surge. It should be enough to take King's Cross offline, and the rail system too. Here we go. Okay. Meine Schwachstelle ist Sport. Puh, kenn ich. kenn ich nur zu gut. Sehr gut. We got a gold mine out of St. Pancras. Albion convoys, informants, gear, you name it. Everything we need to ignite the people of London, like we did in Camden. Derail Albion's operations and give the people a reason to rise up borough by borough. The more we do that, the more we'll get allies flocking to the cause. We'll show London that dead sex is here for. Schade, schade, schade. Da, wo ich damals gewohnt habe, das nicht mit drin. Chain, mate. I knew dead sex weren't the bad guys Albion was saying. Now the rest of Camden will too. Thanks. Thank you. Now that you've shown the borough what dead sex is really all about. There are going to be folks wanting to join up. A lot of people have been looking for a way to fight back. In fact, there's one in particular I suspect will contact you very soon. I happen to know they're champing at the bit. DedSec can always use new recruits. We are happy to have more friends. Oh God. Benjo, das hätte ich sein können. Das hätte so ich sein können, ne? So, Bezirksaufstand, Belohnung. Bam.